Hallo und willkommen zurück zu, Wir fliegen nach Teheran. Scheiße, wie hieß die Mission? Du musst Chaos in Kurz Hauptquartier stiften, damit du lebend rein und rauskommst. Mit EMP überraschst du den Gegner, der Trikopter ist ideal für Hinterhalte. Halt dein Maul. Ich weiß schon, was ich mitnehme. Das ist das, wo ich am Anfang, glaube ich, nur schleichen darf, oder? Genau. Hier darf ich jetzt nichts töten. Deswegen weiß ich, darf nicht mal verletzen. Damit das klar ist, wenn du auch nur einen einzigen meiner Männer verletzt, werde ich dir nicht länger helfen. Ich will niemanden verletzen. Los, weiter. Sam, anscheinend hat der Bluff funktioniert. Wir können anfangen. Los. War das für mich oder deine amerikanischen Freunde? Nur damit du weißt, dass ich Freunde habe. Sehr freundlich. Sam, im Gebäude musst du meinen USB-Stick an die Server anschließen. Er greift dann vollautomatisch alle Informationen über Blacklist ab. Verstanden. So, ich schleiche mich da mal in Ruhe durch, währenddessen der da lang geht, ja. Lange her, seit sich Amerikaner das letzte Mal hier gewagt haben. Ihr habt euch ja schön eingerichtet. Wir haben seit 79 einige Verbesserungen vorgenommen. Gut, 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 gut. Wir sind so weit auf dem guten Weg. Siehst du das Parkhaus? Da geht es rein. Ich kümmere mich um die Wache. Die Kameras sind dein Problem. Geh ins Parkhaus, da treffen wir uns. Privatier erstmal wieder auf Head Ghost Boost. Ich bin im Parkhaus, General. Warte im unteren Stockwerk auf mich. Das gefällt mir nicht. Der letzte Satz, den der General gesagt hat, entspricht nicht seinem üblichen Sprachgebrauch. Könnte ein Code gewesen sein. Wahrscheinlichkeit laut SMI bei 37%. Sei vorsichtig. Nicht sein Scheiß ernst. Jetzt hat er mich auf einmal entdeckt, like, what? Ich bin im Parkhaus, General. Warte im unteren Stockwerk auf mich. Natürlich erkennt er mich auf einmal. Ich bin im Parkhaus, General. Warte im unteren Stockwerk auf mich. Das gefällt mir nicht. Der letzte Satz, den der General gesagt hat, entspricht nicht seinem üblichen Sprachgebrauch. Könnte ein Code gewesen sein. Wahrscheinlichkeit laut SMI bei 37%. Sei vorsichtig. Immer noch hier? Bis der Job erledigt ist. Äußerst beruhigend. Warte, keinen Schritt weiter. Befarmoy. General, Warman, شما فرمودید که اینجا بیام. باید با سرهنگ ملوف صحبت کنید. از اون بخواهید تا یه نسخه از آخرین گزارش رو به شما بده و اون رو روی میز من بذارید. و اگه اونجا نبود جنرال؟ چشم، به من اعتماد کنید. برو. Folge mir schnell. Der nächste Abschnitt wird überwacht und der Funkchip, den ich bei mir trage, schaltet den Alarm nur kurzzeitig ab. Wieso gehen wir durch einen Hochsicherheitsbereich? Weil du mir keine Wahl lässt. Nur so kommen wir hindurch. Durch was? Die Zellen. Dort sind die gefangen, die sich wie du in unsere Angelegenheiten einmischen. Ich bin nur hier, um einen Krieg zu verhindern.
sagt derjenige, der Drohnen in unseren Luftraum schickt. Manchmal fehlt einfach die Zeit für Verhandlungen. Du klingst wie ein wahrer Soldat. Hinter dieser Tür ist es. Sind dort. Bleib in der Nähe. Wieso bleibst du stehen? Meine Familie soll lieber untergehen, als als Verräter weit... So. Das ist so krass, Alter. Ich darf keinen einzigen Schuss verfehlen. War doch nur ein einziger verfehlter Schuss. Ich verstehe auch nicht so ganz, weißt du, ich mache einen Schuss, der so genau ist. Guck dir das an! Da waren so viele Schüsse dabei, die den Typen eigentlich schon hätte treffen sollen. Wieso treffen die alle nicht? Boah, weißt du was? Andere Taktik. Okay, da unten sind noch viel zu viele. Shit. Mach jetzt keinen Blödsinn. Ich pause sie mal kurz, ich muss essen. So, hier sind wir wieder nach dem Essen. Nein, Mensch! Riecht mich das auf, Alter. Ich habe gerade eigentlich Q gedrückt. Ich weiß nicht, warum er sich jetzt nicht in die Deckung gelegt hat. Vielleicht soll ich ihn einfach Nahkampf killen? Ich weiß nicht. Ich hab doch gerade Q gedrückt! Wieso hält man denn einfach so wenig aus, Mann?
کیه اونجا؟ Sind viel zu viele. Like, da sind ja irgendwie überall welche. Weißt du, die Nachtsicht ist irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht, weil ich irgendwie die Typen da nicht erkenne. Vielleicht sollte ich auch einfach gar nicht zoomen und einfach nur so schießen. Aus der Höhe. Was ist da drüben los? Durchsucht alles. Hier ist ein Eindringling. Chi? Da drüben, komm! Wo geht es lang? Hier lang? Hier lang. Gute Arbeit, Graham. Bedank dich bei Charlie. Er hat die Systeme gehackt und den Strom abgeschaltet. Hast ein paar Sekunden, um den Datentresor zu erreichen. Dann springt der Notstrom an. Ich sehe einen Aufzug, aber ich habe keinen RFID-Chip, um ihn zu öffnen. Die Wachen haben welche. Scheinen hier nur zwei Leute zu sein, was also gut wäre, wenn ich sie beide gleichzeitig erwische. Ah ne, anscheinend sogar drei. Ah ne, anscheinend sogar vier. Ich habe gerade eigentlich abgedrückt. Gute Arbeit, Graham. Bedank dich bei Charlie. Er hat die Systeme gehackt und den Strom abgeschaltet. Hast ein paar Sekunden, um den Datentresor zu erreichen, dann springt der Notstrom an. Ich sehe einen Aufzug, aber ich habe keinen RFID-Chip, um ihn zu öffnen. Die Wachen haben welche.
کسی اونجاست؟ Ich hätte gerne... Bedank dich bei Charlie. Er hat die Systeme gehackt und den Strom abgeschaltet. Hast ein paar Sekunden, um den Datentresor zu erreichen. Dann ich hätte gerne noch ein paar Kombos. Ich sehe einen Aufzug. Aber ich habe keinen RFID-Chip, um ihn zu öffnen. Ich hätte einfach gerne noch ein paar Kombo-Kills. Er will doch gar nicht. Nur ein paar Kombo-Kills. Wenn ich hier oben, wenn ich durch den Schacht gehe. Er hat die Systeme gehackt und den Strom abgeschaltet. Hast ein paar Sekunden, um den Datentresor zu erreichen, dann ich habe keine Splittergranaten mehr. Wir brauchen Granaten. Ich habe zwei dort geworfen. Aber ich habe keinen RFID-Chip, um ihn zu öffnen. Die Wachen haben welche. In den Schächten. Wir können ihm nicht folgen. Der ist nicht an der Position, dass ich beide killen kann. Wäre der jetzt noch unter mir, während der hier ist? Serien ungedämpfte Kopfschüsse. Ah ja, okay. Es gibt wieder Strom. Wir riegeln alle Treppen ab. Ha.
Platte brauche ich. Ich glaube nämlich, da oben ist kein anderer Typ mehr. Er war der Einzige, der da oben war. Wenn nicht, ich kann ja immer noch schießen. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann gut, aber die tot. Also schnell schmeißen den nicht runter. Ja, da fahren wir Aufzug. Grim, geh zum Tresorraum. Lagebericht. Ich überwache Ihren Funk. Sie rufen ein Sondereinsatzkommando. Die werden das Gebäude Etage für Etage absuchen. Charlie, sag mir, was im Datentresor zu tun ist. Auf der Platte, die ich dir gegeben habe, ist ein Suchalgorithmus. Er sucht gezielt nach Daten über Sadiq und Blacklist. Es müsste alles automatisch kopiert werden. Müsste? Wird. Er wird. Okay. Sam, du näherst dich dem Tresorsignal. Zwei Möglichkeiten. Okay, leise, durch das Kühlsystem unter dem Tresor. Laut, du gehst über das Terminal am Ende des Raums und knackst damit die Tresortür. Verstanden. Die leise Möglichkeit haben wir beim letzten Mal. Gehst über das Terminal und knackst die Tresortür. Gut, ich bin aber erstmal leise, weil ich natürlich mehrere Leute killen will. Und das bietet sich immer ganz gut an, wenn ich irgendwie Flächen finde, wo sich viele Leute treffen. Ich glaube ehrlich gesagt, die Kontaktmine kann man doch schmeißen. Also die kann man in der Theorie auch wie eine Granate benutzen. Also ja. Du kommst mir jetzt aber ein bisschen bedrohlich näher. Geh mal wieder in den Vorderbereich. Ich will wissen, ob du dich mit irgendjemandem, also ob du nah genug an irgendjemand anders dran stehst, dass ich einen Doppelkill schon mal machen kann. Wo? Hm? Nein, geht nicht so ganz. Da ist er! Mach jetzt keinen Blödsinn. Das war dumm, weil ich habe halt keinen Doppelkill gemacht mit meinem Feuer, aber naja. Kann ich damit töten? Nee, scheinbar nicht. Wann genau lädt sich mein Leben überhaupt auf? Man hat doch eine Regeneration eigentlich. Sind die alle beide da drin? Halt die Augen offen. Der muss noch hier sein. Also ich war jetzt auf jeden Fall laut, aber wie genau ist die laute Methode da reinzukommen? Weil letztes Mal habe ich ja das Kühlsystem abgeschalten da und bin unterirdisch rein. Muss ich jetzt zur Frontaltür rein als laute Methode oder wie? Muss ich mir jetzt so einen gönnen und damit da rein? Haltet die Augen auf, der könnte überall sein. Die Tür hier hacken. Jetzt frage ich mich nur so, kommen die da raus? Da geht's nicht rein. Was machen wir jetzt? Ganz ruhig, wir kriegen ihn. Der ist gesperrt, okay. Ey, ihr könnt ja da eh nicht rausschießen. Ich sag mal tschüss, ihr Flaschen, ja. Oh, wait a minute. Wenn die rauskommen können, also wenn ich das öffnen kann, dass die rauskommen können, dann kriegen die was. So, also wenn die rauskommen, dann gibt's was. Kann ich den hier benutzen? Nein.
Das ist ein bisschen doof, weil die Map sagt mir halt auch nicht, wie genau man den lauten Weg geht. Das werde ich da wohl herausfinden. Ich meine, wenn die rauskommen, wenn die aus irgendeinem Grund rauskommen, so, dann fliegen sie erstmal in die Luft. Das ist jetzt schon mal klar. Ja, wie geht's euch? Geht's euch unter mir? Gefällt's euch dort? Ja, ja, ihr könnt's mich sehen. Ja, aber das bringt euch nichts. Ihr seid eingesperrt. Und ihr seid ja nicht so gut, dass ihr da unten durchklettern könnt. Aber warte, die Luke ist sogar zu. Die geht nur auf, wenn man das andere aktiviert hat. Die sind wortwörtlich eingesperrt. So komplett. Die haben gar keinen Ausgang. Zumindest denke ich mal, dass sie keinen Ausgang haben. Warum ist da Licht? Von das so anscheinend. Ah. Bin ich nicht ein Genie? War das nicht die beste Idee in meinem ganzen Leben? Einfach eine Annäherungsmine an den Eingang. Rein kommt niemand. Ah, was? Siehst du ihn? Da ist er! Shit. Ich wusste nicht, dass die schon da sind. Also ich wusste nicht, dass diese Leute schon da sind. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Weil ich meine, ich weiß, dass da welche kommen, während ich hacke und sowas. Aber ich wusste nicht, dass jetzt schon welche da sind. Weil ich wollte da nämlich auch eine Mine hinstellen. Damit, wenn ich da hacke und die reinkommen, die gleich in die Luft fliegen. Aber nein, die sind einfach schon da. Die sind einfach schon da gewesen, die Leute. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich mich hinter ihnen jetzt überhaupt reinschleichen? Ich meine, ich habe es ja gerade eben versucht. Hat so mäßig funktioniert. Da habe ich ja meine Brandgranate ein bisschen gefailt, weil ich nur einen Typen getötet habe. Aha. Die sind doch eh vollkommen blöd, oder? Die sind doch blöd da drin, oder? Ich bin mir zu 100% sicher, wenn ich eine Näherungsmine dorthin schmeiße. Selbst wenn die das jetzt eigentlich gesehen haben, bin ich mir 100% sicher. So, die anderen spawnen ja auch erst, wenn, wenn das hier losgeht. Das heißt, bevor das hier losgeht, stelle ich mal kurz alle Lampen aus. Ja, ne, die an der Wand will ich jetzt nicht alle ausschalten, das sind so viele. Aber die wichtigsten hier, dieser komplette Gang hier, dass der aus ist. Stick angeschlossen. Perfekt, warte, bis die Daten kopiert sind. Also, ich gehe wieder auf Brandgranaten.
Ja, wir sind schon sehr weit in Assault. Es kann sogar sein, dass die, wenn die da reinkommen, dass die reichen. Oh. Ah, geil. Ich weiß nicht ganz, was eine Sprengladung macht, ob die auch tödlich ist oder ob die nur irritiert. Der ist nicht weg. Such weiter. Der ist nicht weg. Glaubst du wirklich, ich wäre weg? Oh, ja, das war so geil. Ja. Erst die beiden wegsprengen und dann... Das war glaube ich, mindestens ein Dreifach-Kill, den ich da gemacht habe. Guckt euch hier Saul an. Ja, das ist voll. Oh ja. Der bewegt sich gar nicht weg. Ja, meine Aufgabe ist es hier zu warten. Also ich kann dich auch ruhig jetzt erst noch leben lassen, bis das Ding fertig ist. Ach, warte. Ich hab den Stick. Ach so, ich muss jetzt da vorne wieder raus. Ah, scheiße, ich habe den Unterweg gar nicht geöffnet, oder? Ach doch, der ist trotzdem offen. Oh, sehr geil. Kann ich da einfach hochspringen? Ja, gut. Ich gehe nicht dort lang, oder? Machen wir jetzt schon mal auf. Aber wahrscheinlich schaut er gerade genau auf die Tür, oder? Schauen wir mal dran durch. Ja, der schaut genau auf die Tür. Wird zwar laut sein, aber ich weiß nicht unbedingt, es mir schwerer machen, als es ist. Also, gehen wir mal hier durch. Und latschen wir hier drüber. So, gehen hier die Leiter hoch und kommen davon hinter ihm. Genau, hier gehen wir hoch. Da kommen wir von hinter ihm runter. Ich weiß auch nicht, warum der gerade die ganze Zeit labert. Er soll mal nicht labern. Okay. Man muss echt sagen, dieses Teil hier ist ja eigentlich mega krank stark. Im Allgemeinen. Aber hier auf Perfektionistisch ist es, sind die beiden Dinger mehr gleichwertig. Weil das Sonar ist einfach viel schwächer. Weil es einfach nicht durch Wände sehen kann. Was so voll die Haupt... Was so richtig das Richtige... Was ja eigentlich das Feature vom Sonar war. So, also das richtige Seller-Feature. Gut, wir haben fertig gekampfkillt. Ich könnte im letzten Areal versucht durchzuschleichen, aber ich glaube nicht, dass das genug Gegner sind, dass das dann noch voll wird. Aber ich kann es trotzdem probieren. Ich meine, die Leiste hier, die sollte eigentlich voll sein mit 4525. Aber mal schauen, vielleicht gibt es ja noch im Allgemeinen Leute, die ich sowieso noch killen kann. Einfach wegen den Systemen. Grim, kannst du mir sagen, was mich hier erwartet? Negativ, das SMI hat keine Daten darüber. Na los, verteilt euch und sucht! Achso, das Ding kann nur an Türen und so. Shit. Warte mal. Bevor die da rausgehen. Ich brauche Haftkamera. Hmm.
das hat nicht so gut funktioniert, wie ich wollte. Weil dadurch, dass man halt die Haftkamera zünden kann, ist das quasi nochmal extra Dynamit. Ja, jetzt haben wir definitiv genug. Gut, Haftkamera habe ich noch eine. Gut. Die kann man also nur an Wänden packen. An Türe und Wänden und sowas packen, die Sprengladung. Okay, die ist viel mehr spezifischer. Die kann ich nicht so vielseitig einsetzen. Weil ich meine, die haften nie. Die kann ich für den Fall der Fälle ja sogar auf den Gegner schmeißen. Und was jetzt? Wir kommen da nicht rein. Nur die Ruhe, der entkommt nicht. Er ist nicht da. Wir müssen weitersuchen. Okay. Gut. Ja, das ist auf jeden Fall voll. Ich würde sagen, wir gehen dann ja einfach mal die Treppen runter. Ja, gehen wir Treppen runter. Hier sind ja jetzt gar keine Leute mehr, oder? Ich habe die ja wahrscheinlich jetzt alle hier rausgescheucht. Wobei, waren hier überhaupt welche? Ich erinnere mich an einen Treppengang, wo Leute waren. Ich glaube nicht, dass es der hier war, weil der Treppengang, wo Leute waren, da konnte man doch auch vielleicht konnte man das auch hier und ich mir ist das nicht aufgefallen. Egal, hier sind auf jeden Fall keine Leute mehr, also. Ja, gehen wir mal hier durch. Da ich jetzt definitiv genug getötet habe, schleichen wir jetzt den Rest jetzt einfach durch. Dreierwaffe, keinen mehr töten, aber durchschleichen, schauen wir mal. Hunter kriege ich nämlich auf jeden Fall nicht mehr voll, aber vielleicht kriege ich ja den Geist noch voll. Okay. Ja, ich habe jetzt auch nicht mal auf mein Radar geguckt. Ich wusste nicht, dass da um der Ecke wer ist. Schade. Hat er keine Ahnung. Eigentlich ist es auch egal, weil ich sowieso einen ohne zu töten und auch einen ohne entdeckt zu werden nochmal machen muss. Also muss ich sowieso einen Ghost Run nochmal machen. Wo steckst du? Warte mal. Die Schüsse kamen von da. Das Ding ist, ich muss da vorne nicht die Tour durch, das heißt, ich muss eine Leiche durchschleppen. Wenn nicht eine Leiche, dann
X. Dann halt mindestens etwas. Warum ist denn meine CPU gerade schon wieder überlastet? Was war denn? Ich hoffe, ihr hattet keinen Lag, weil ich habe es gerade nur eben bemerkt, als ich rübergeschaut habe. Foyer und verlasse das Gebäude. Gib mir Ammo. Sam, auf deiner Fluchtroute durch die Gärten ist ein Sicherheitstresor. Scheint, als wärst du nah an einem Kontrollraum. Greif dort auf das Terminal zu, dann können wir die Türen öffnen. Lass mich einen Blick drauf werfen, mal sehen, was alles geht. Oh, schick. Gib mir eine Minute, Sam, ich öffne einen Ausgang für dich. Rim, was macht die Exfiltration? Mein Gott. Aber sind die ruhig hier. So, aber wir sind schon bei 42 Minuten. Ja, ich... Der Rest des Levels wird aber, glaube ich, keine 30 Minuten mehr... Ja, egal, dann mache ich vielleicht einen kürzeren Part, oder? Ja, komm, ich mache einen Cut. Wir werden nicht vergessen. Ciao.